Was ist das? Was hat Vita vor? Wird sie ihr Auto dekorieren? Ich werde das flauschigste und rosigste Auto der Welt machen. Alles rosa? Sogar die Türen. Ich werde jede Ecke kleben. Wunderschön. Ich habe das perfekte Auto. Das hat sonst niemand. Ist das nicht wunderschön? Wow. Das ist ja gar nichts. Ich werde dir zeigen. Ja, ich habe eine Idee. Ich werde auf jeden Fall Zacken brauchen. Nichts Süßes. Hallo. Das ist Ihr Auftrag. Oh, thank you. Das war schnell, danke. Oh. Was für eine große Kiste. Eine Dose mit schwarzer Farbe. Genau das, was ich brauche. Jetzt werde ich diesem Mädchen zeigen, was ein cooles Auto bedeutet. 3, 2, 1. Geschafft. Der letzte Schliff und das ist das beste Auto meines Lebens. Was haben wir als nächstes? Ich muss die Zacken anbringen. Geben wir Klebstoff dazu. Und jetzt sieht es einschüttend aus. Und auf die Räder muss ich auch kleben. Perfekt. Was ist das? Das glaube ich nicht, oder? Was für eine Neuigkeit. Okay. So einfach gebe ich nicht auf. Ich habe das Äußere dekoriert, jetzt muss ich das Innere des Autos verschönern. Weiche Sitze sind meine Liebe. Nun noch ein paar Details. So, die rosa Lenkradabdeckung ist perfekt. Wie flauschig es ist. Fertig. Ja, ich habe das schönste Auto der Welt. Und wie wird es ohne sie sein, Schatz? Charmant. Mache ich etwas Licht. Ich werde hier einen LED-Streifen anbringen. Es wird so schön leuchten. Großartig. Ich habe es sehr gut gemacht. Alex kann mich nicht besiegen. Was? Hat sie auch alles innen rosa gefärbt? Was soll es sein? Ich habe eine Kette. Mein Lenkrad wird mal cooler. Weil es Eisen sein wird, nicht flauschig. Man muss nur warten, bis der Kleber getrocknet ist. Perfekt. Ich habe noch etwas Klebstoff übrig, also werden wir noch etwas mehr hinzufügen. Der Schädel wird cool und gefährlich aussehen. Ich habe es euch gesagt. Und der größere Schädel ist hier drüben. Was habe ich noch da? Oh, Schlüsselanhänger. Gut gemacht. Und noch ein weiteres Detail. Jetzt sieht mein Lenkrad furchtentflößend aus. Mein Auto ist das Beste. Ich brauchte es nicht einmal zu versuchen. Mal sehen, was Vita zu bieten hat. Wie toll ist das denn? Was ist das? Alex kopiert wieder meine Ideen. Hat er das Auto mit Totenköpfen geschmückt? Eifersüchtig? Es gibt nichts. In meinem Auto ist genug Platz für alle, sogar für meinen geliebten Hund. Braver Junge, benehme dich. Sieh dir mein Auto an und genau hier wirst du schlafen. Was für ein Albtraum. Mein Baby wird auf dem Festen nicht schlafen können. Ich werde ihr ein weiches Bettchen besorgen. Oho, so schnell. Sie haben mir sehr geholfen. Ich werde jetzt alles tun. Dein Bett wird das bequemste sein. Also, sieh nur, wie niedlich es ist. Perfekt. Wie gefällt es dir? Ich sehe, dass es gefällt. Ruhe hier aus. Was für ein tolles Auto ich noch habe. Zeit für ein paar coole Selfies im coolen Auto. Ja, was für ein gut aussehender Mann. Sie werden wissen, wie man seine Kofferräume unbeaufsichtigt lässt. Was haben wir da? Ha, das nenne ich Sicherheit. Darf ich bitte? Komm schneller. Okay. Ich frage mich, was da drin ist. Geld? Oh nein, es ist ein Hund. Ein riesiger, furchterregender Hund. Was für ein Albtraum. Laufen wir. Was ist das für ein Geräusch? Was ist los? Ich hoffe, es ist nichts Schlimmes passiert. Oh nein, meine Tasche. Du bist ein guter Wachmann. Tasche? Bravo, Junge. Vita, das scheint deins zu sein. Oh, meine Tasche, vielen Dank. Gern geschehen.
Ach du, bewache meine Sachen beim nächsten Mal. Ich hoffe, die Diebe kommen nicht mehr. Was für ein cooles Spiel. Es ist unmöglich, sich davon loszureißen. Oh nein, die Batterie ist leer. Was soll ich jetzt tun? Eine Idee. Das Einzige, was besser als ein Spiel auf meinem Handy ist, ist ein Spiel auf einer Konsole. Und ich habe den richtigen Platz dafür. Ich muss nur noch einen Fernseher hinzufügen. Ja, er passt perfekt. Und eine Konsole. Und noch ein paar Kissen, um es noch gemütlicher zu werden. Und dann kann ich schon spielen. Los geht's! Wow, was ist das? Hallo, Bruder. Hallo zusammen. Macht mit. Wow, das macht so viel Spaß. Ich mag es. Och, wie schön ich doch bin. Was ist da passiert? Spielen Sie eine Konsole? Sie amüsieren sich ohne mich? Also gut, ich zeige euch, wie man Spaß haben kann. Ich stelle die Box hier hin. Ich werde den Kofferraum öffnen. Partykram? Perfekt. Lautsprecher? Und noch einen daneben. Super. Und das Wichtigste? Disco-Kugel. Je mehr Lichter, desto besser. Also werde ich überall Girlanden aufhängen. Noch ein bisschen und meine Party ist fertig. Perfekt. Und jetzt Musik. Schaut, wie viel Spaß ich habe. Schneller, macht mit. Was ist das? Sollen wir dorthin gehen? Wir gehen mit. Und was ist mit mir? Meine Freunde sind da. Lasst uns alle zusammen Spaß haben. Aber warum hat Alex keinen Spaß mit uns? Er spinnt ganz allein. Das ist meine Schuld. Ich soll was machen. Alex, lass uns gemeinsam Spaß haben. Wie schön, aber ich habe einen anderen Vorschlag. Willst du mit mir spielen? Okay. Ja, natürlich. Pass auf, ich verliere nie. Ich zeige dir, wie man spielen kann. Oho, das macht Spaß. Vielen Dank für die Einladung. Gern geschehen. Ich frage mich, was sie in der Kiste da hat. Was ist da drin? What? Ah, das ist sogar besser, als ich gedacht habe. Ist das Autodeko? Mann, sieht ja gut aus. Und dieses Stück kommt hier hin. Richtig schön schick. Wunderbar. Mein gesamtes Auto wird rosa sein. Oh, schaut doch nur, was ich für eine Schleife habe. War nur ein Scherz. Kommt natürlich auf meine kleine Prinzessin. Und jede Prinzessin braucht natürlich wunderschöne Wimpern und hübsche Lippen. Sieht doch toll aus. Oh, die nimmt mich doch auf den Arm. Mein Auto sollte genauso gut sein. Hm. Ah, genau. Ich werde mir alles online bestellen. Hm. Oh, oh, danke. Ich habe mich erschrocken. Okay. Na, mal sehen. Was ist denn da drin? Wir fangen mit dem Farbroller und schwarzer Farbe an. Ich tauche das Ding in die Farbe und los geht's. Das ganze Auto wird schwarz sein. Totenkopfwegel, yeah. Und ein paar Piratenflaggen. So ist gut. Und ein paar Totenköpfe auf die Motorhaube. Und natürlich eine Augenklappe. Ein echtes Piratenauto. Ah, diese Farbe steht mir wunderbar. Was? Was hast du denn mit deinem Auto gemacht? Du hast mir nachgemacht. Gar nicht. Das ist mein Originaldesign. So also. Na, ich werde es dir zeigen. Hier, das sind meine neuen Fußmatten. Die sind so weich. Zeit, dass ich mein Auto auch von innen dekoriere. Oh, wie schön. Und diese Hasenohren, die werde ich aufs Lenkrad stecken. Und das Armaturbrett muss auch schön weich sein. Und die Handbremse und das Schaltgetriebe. Ein paar Spangen und rosa Würfel. Yes. Einfach perfekt. Gefällt dir das, Herr Einhorn? Du wirst hier sitzen. Und mein Gürtel habe ich auch schön dekoriert. Jetzt ist mein Auto ein echtes Meisterwerk. Oh, wow.
Was hat die denn gemacht mit ihrem Innenraum? Na, bist du neidisch? Edge Badge. Och, Menno. Moment mal, ich hab doch noch was im Rucksack. Piratenflagge. Für die Rücksitze und für die Vordersitze auch. Und anstelle eines Lenkrads werde ich ein echtes Schifflenkrad haben. Ein kleines Piratenschiff für das Armaturenbrett und noch mehr Totenköpfe. Auch auf den Spiegel. Und das ist mein Beifahrer. Wie geht's dir, Skelett? Ja, und dann habe ich ihm gesagt, warte mal. Ich rufe dich zurück. Hey, Mike. Wen hast du denn da im Auto? Skelett! Hilfe! Oh Mann! Die ist voll drauf reingefallen. High five! Ist ja voll gruselig. Mann, was für ein lustiges Video. Er hat sie mit Nutella übergossen. Unglaublich. Was? Der Akku ist alle? Mist. Ich habe noch nicht einmal das Video geschaut. Moment mal, ich habe eine Idee. Hier kommt das Seil hin. Und daran befestige ich das Tablet. Oh yeah, jetzt ist das ein richtiges Kino. Willst du Chips? Ah, du isst die nicht. Mann, ist das lustig. Und noch ein Selfie. Und von dieser Seite. Einfach nur perfekt. Mein Auto sieht super aus. Was macht Mike denn da? Guckt er etwa Skelett-Videos? Moment, ich habe eine Idee. Das wird noch viel cooler. Ich gehe noch schnell in den Laden. Das ist mein neuer Fernseher. Ich stelle ihn in meinen wunderschönen rosa Kofferraum. Komm her, du Hübscher. Ich habe einen Platz für dich gefunden. Perfekt. Ah ja, ich brauche hier noch Plätze. Diese Hocker sind perfekt. Richtig praktisch. Ich muss nur noch meine Freunde holen. Hey Mädels. Schnappt euch Popcorn. Schaut doch nur, wie cool. Tatsächlich! Hä, was ist denn da los? Was? Was machen die da? Schauen die sich etwa einen Film an? Was soll das denn? Moment. Es wird Zeit für ein Training. Ich muss meinen Trainer einschalten. Und jetzt meine Yogamatte ausbreiten. Und es kann losgehen. Und eins und zwei und eins und zwei. Hey Mädels, lasst uns gemeinsam trainieren. Yes. Und eins und zwei und eins und zwei. So ist gut. Mach das dem Trainer nach. Was ist da drüben los? What? Hä, trainieren die etwa? No. Ich muss mit den Burgern aufhören. Boah, was für eine schwere Kiste. Da sind schließlich meine Sportgeräte drin. Ich leg die Hanteln in den Kofferraum und die Gewichte da rein. Na also, habe ich's doch gesagt. Hey Leute, wie geht's euch? Na, seid ihr bereit zum Trainieren? Yeah, so geht das. Richtig gut, macht schön weiter. Hey, irgendwie bin ich müde. Hey, entspann dich nicht. Wo guckst du denn hin? Noch einmal. Hallo. Ich glaube, er hat mir zugezwinkert. Hallöchen. Hey, Kate, was gibt's? Oh, was für Typen. Was für Muskeln. Wollen wir rübergehen? Natürlich. Na, Mädels, was sagt ihr? Hey, Mädels, seid ihr etwa weg? Jetzt bin ich ganz alleine. Oh, wow, so schwer. Ich glaube, die Mädels haben mir verlassen. Das ist nicht gut. Jetzt bin ich ganz alleine. Hey, Mia, was weinst du? Hey, no. Komm, lass uns gemeinsam trainieren. Na komm. Okay. Hey, das machst du ja richtig gut. Auf, es sieht toll aus. Und hier ist Wednesday in ihrem neuen Auto. Hey, sie hat das gleiche Auto wie ich. Nein, du hast das gleiche Auto wie meins gekauft. Mädels, lass uns nicht streiten. Eure Autos sehen toll aus. Wir müssen nicht raten, wer zuerst das gekauft hat. Oh, ich glaube, eine Challenge fängt an. La la la, mein Regenbogenpaket ist da. Was hat sie vor? Ist das Autoschmuck?
Das ist genau richtig. Ich werde ein Regenbogen-Einhornauto haben. Ich soll dafür nur einen weichen Regenbogenteppich aufhängen. Es ist wichtig, das ganze Auto mit Teppich auszulegen. So wird mein Auto besser als Wednesdays aussehen. Auf den Regenbogen und hier ein Horn. Wow, Enid, dein Auto sieht fantastisch aus. Wednesday, was sagst du dazu? Ich werde diesen Regenbogenwahnsinn nicht einmal kommentieren. Aber ich habe auch eine Idee. Ich werde mein Auto in meinem eigenen Stil dekorieren. Ich muss nur noch das Nötigste bestellen, dann bin ich fertig. Quia ist schon da, so schnell. Geht ihm doch sicher gut. Er sieht ein bisschen blass aus. Ja, das ist Quentin. Er arbeitet bei Graf Dracula. Vielen Dank. Also, was habe ich denn da? Eine schwarze Farbe, eine gute Möglichkeit, das Auto schnell und sauber in meiner Lieblingsfarbe schwarz zu lackieren. Das Weiß sah furchtbar aus. Erledigt? Ich will natürlich Accessoires. Das wird ein Vampirauto. Quentin hat mich inspiriert. Und ich soll das Wichtigste nicht vergessen. Zähne und Reißzähne. Mein Auto sieht so furchterregend aus. Oh, was ist das für eine Düsternis? Ist das neue Auto von Wednesday? Wednesday, Enid, eure Autos sehen wunderschön aus. Kein Grund zum Streiten. Enid, hast du wieder etwas für das Auto bestellt? Das sind nur Kleinigkeiten. Ein paar Spielsachen für das Innere des Autos. Sonst ist es langweilig. Ich werde einfach ein paar Regenbogenteppiche auf die Sitze legen. Sie sind so weich und bunt. Ich soll nicht die Hintersitzen vergessen, denn ich habe viele Freunde, die normalerweise hintersitzen. Noch die Lenkradbezug. Er ist weich, genau wie mein ganzes Auto. Man kann nie zu viele Regenbogenteppiche haben. Mein Lieblingsspielzeug Hagiwagi? Keine Fahrt vergeht ohne ihn. Regenbogen, Einhorn und Kuscheltier. Nur noch ein bisschen und mein Auto ist komplett fertig. Wow, Enid, der Innenraum deines Autos sieht fantastisch aus. Ich lasse es so nicht. Ich dekoriere auch den Innenraum, nur viel cooler. Ich habe gerade ein paar schwarze Teppiche für meine Sitze gefunden. Das sieht aber cool. Noch mehr schwarze Kissen für meinen Lieblings-Hagiwagi. Nicht zu vergessen, den Lenkradbezug. Oh ja, ich stelle mir schon vor, wie ich durch die Straßen fahre. Ein paar Fledermäuse und Spinnweben draufkleben. Ich hänge hier meinen Freund hin. Übrigens heißt er Jack. Jack ist sehr lustig. Ich hänge noch Geschenke von meinen Eltern auf. Fertig. Was könnte noch besser sein? Bei dieser coolen Einrichtung bekomme ich eine Gänsehaut. Das ist noch ein Freund von dir? Ja, das ist Bob. Er hat ein bisschen abgenommen. Hey, wir haben heute Halloween, oder? Willst du einen meiner Freunde kennenlernen? Wie schrecklich! Ich muss mich schnell verstecken. Wednesday, reparierst du etwas? Eiskaltes Händchen, gib mir den Schraubenschlüssel. Komm schon. Beeil dich. Danke. Also, Wednesday, was machst du da? Wir sind doch gespannt. Oh, Enid. Hi, wie geht es dir? Siehst du, Wednesday baut etwas, aber wir wissen noch nicht was. Ja, ich erzähle euch alles gleich. Eiskaltes Händchen, Schraubenschlüssel. Hey, wo ist es? Ich finde dich, Faulpelz. Du willst gar nicht arbeiten. Ich habe dich einmal gebeten, mir zu helfen und du bist weggelaufen. Wo bist du? Ich werde nicht schimpfen, ich verspreche. Ich bin nur ein bisschen sauer. Komm raus! Ist es in die Höhle gefahren? Es ist nirgends zu finden. Ich finde dich und schicke dich zu den Eltern zur Erziehung. Hey, was ist das für eine Schlange mitten auf der Straße? Hm, seltsam, wozu stehen sie da? Enid, was ist hier los? Hallöchen, Wednesday. Ich und eiskaltes Hähnchen haben einen Schönheitssalon im Kofferraum eröffnet. Gefällt es dir? Was habt ihr getan? Hähnchen, du bist ein hoffnungsloser Fall. Ich habe meine Buchrosen im Kofferraum also schon lange nicht gestützt. Ich denke, jetzt kann ich es tun, solange ich noch etwas Zeit habe. Meine Rosen duften so schön. Ja, wunderschön. Und jetzt ist es Zeit, mein Lieblingskaninchen zu streicheln. Oh, du hast mich erschrocken. Schau mal, wie süß es ist. Ja, sehr süß. Und zu weiß. Komm mal, gucken, was ich im Kofferraum habe. Sehr gerne. Hurra, eine Party bei Wednesday. Und was hast du da? Halt, du sollst die Augen schließen. Kling,
Problem. Ich habe genau den richtigen Regenbogenschal für solchen Fall. Ich mag Überraschungen. Oh, Enid, diese Überraschung wird dir nicht gefallen. Es sieht alles sehr gruselig und schrecklich aus. Oh, aber es ist Wednesdays Kofferraum, also konnte man es erwarten. Enid, halte durch. Es wird sehr gruselig. Hoffentlich, wenn nicht Schlangen, dann Ratten werden dir bestimmt gefallen. Wow, was ist denn da? Etwas Weiches. Wie interessant. Wednesday, ich mag Überraschungen sehr, sehr gerne. Also sag mir nichts. Ich hätte gedacht, dass es eine Schlange ist. Aber woher soll sie denn hier kommen, hey Wednesday? Oh nein, sind das echte Schlangen? Und noch Ratten? Wednesday, wie konntest du nur das machen? Wednesday, das war zu viel. Hurra, Wednesday wird gleich sein Cello spielen. Okay. Das wollte ich schon lange mal hören. Was ist das für ein Chor, der ich jetzt hören muss? Schalte das aus! Nur Enid kann sich diese Foltermusik anhören. Das würde ich nicht mal meinen ärgsten Feinden machen. Gut, dass ich neue Lautsprecher für meinen Kofferraum gekauft habe. Bob, jetzt zeigen wir ihr mal, was richtige Musik ist. Wow, wir haben ein Musikbattle? Womit antwortet denn Enid? Was? Katzengeheul? Ah, das ist Wednesday und ihr Cello. Wednesday, du verscheust meine Freunde. Was ist denn das? Hähnchen, machst du diese Musik? Ich habe dir eine leisere, klassischere Symphonie beigebracht. Hört sich richtig gut an. Da bekommt man sogar gleich Lust zu tanzen. Komm schon, Wednesday. Okay, ich gebe zu, die Melodie ist schon ein bisschen cool. Ich würde gerne tanzen. Mädels, das ist so schön. Die Musik hat alle zusammengebracht. Eiskaltes Hähnchen, du bist ein genialer DJ. Ihr Ticket? Ja, okay. Wunderbar. Was ist das denn? Mit Tieren ist der Flug untersagt. Oh nein, mein süßes Kaninchen kann ich doch nicht hier lassen. Ich habe eine Idee. Ich werde es einfach unter meinem Hut verstecken. Das wird niemand bemerken. Geben Sie mal Ihren Hund her. Jetzt können Sie rein. Nächste bitte. Hier ist mein Ticket und mein Pass. Oh, alles klar, Sie können rein. Aber ich muss sie mal kurz durchscannen. Seltsam. Wir haben hier ein Kaninchen. Haben Sie etwa dieses Schild nicht gesehen? Nein, bitte, bitte, nehmen Sie mir mein Kaninchen nicht weg. Mit ihm wird alles in Ordnung sein. Jetzt können Sie reinkommen. Oh, wie erbärmlich. Ich fange gleich an zu weinen. Ich glaube, ich habe eine Idee. Hallöchen. Guten Tag. Was haben Sie unterm Hut? Gar nichts. Aber wenn wir ein bisschen zaubern, erscheinen mein Pass und mein Ticket. Oh wow, wie haben Sie das denn gemacht? Ist hier sonst nichts mehr versteckt? Sieht leer aus. In Ordnung, kommen Sie rein. Dankeschön. Was für ein Zaubertrick. Bitte begeben Sie sich zum Flugzeug. Ist hier interessant. Hey, du, ich habe eine Überraschung für dich. Was für eine Überraschung? Ich glaube, du wolltest dein Kaninchen mitnehmen, oder? Einen Moment. Da ist es. Oh, wie cool. Aber wie ist das denn möglich? Wie auch immer, vielen Dank. Okay. Gern geschehen. Ihr Ticket? Jetzt können Sie ins Flugzeug. Dankeschön. Moment mal. Schönen guten Tag. Bingo! Ich hab hier was für Ihr kleines Baby. Was? Das ist ja gar kein Baby. Ups. Wie konnte das denn passieren? Ups, mir leid. Sie werden sicher nicht fliegen. Dass die sich nicht alles einfallen lassen. Was für eine coole Rassel. Hier ist mein Ticket. Okay, super. Eine Minute. Aha, Sie haben keine Tiere, Sie können durch. Dankeschön. Moment mal. Ich habe das Meerschweinchen nicht gesehen. Im Rucksack. Ich habe doch gesagt, keine Haustiere im Flugzeug. Haben Sie mich nicht verstanden? Raus hier. Moment. Man darf keine Tiere mitnehmen? Aber ich habe doch einen Frosch. Ich könnte ihn doch in ein Buch verstecken. Das ist eine gute Idee. Gut, dass ich auch ein Messer mit habe. Ich schneide einfach genug Platz für meinen kleinen Kumpel aus.
so. Hey, sei doch vorsichtig. Tut mir leid, ups, das war nicht geplant. Hallo, mein kleiner Frosch. Na, gefällt dir meine Idee? Bleib ruhig hier drin sitzen. Dich soll schließlich niemand entdecken. Ja, guten Tag. Darf ich rein? Okay. Schönen Flug dann noch. Aber Moment. Ich muss mal kurz durchscannen. Ja, natürlich. Sie scheinen keine Tiere mitzuhaben. Also können Sie rein ins Flugzeug. Oh, Moment. Das wollte ich nicht. Herzlich willkommen. Super, mein Vorhaben war ein Erfolg. Alles in Ordnung? Ja, natürlich. Awesome. Und meinem Frosch geht's auch gut. Du kannst jetzt rauskommen, Kumpel. Gut gemacht. Wir haben einen Frosch im Flugzeug. Hol ihn sofort runter. Hier haben Sie mein Ticket. Na, wie geht's dir, mein Kleiner? Bitte sehr. Okay. Aber mit dem Papagei dürfen Sie doch nicht ins Flugzeug. Haben Sie das Schild nicht gesehen? Den können Sie abholen, wenn Sie zurückkommen. Mann, wieso das denn? Hast du das gehört? Wir dürfen mit unseren Tieren nicht rein. Was machen wir mit dem Chamäleon? Wir müssen uns was überlegen. Ich habe eine Idee. Hä? Okay. Bitte sehr, Sie können rein. Darf ich? Ach ja, natürlich doch. Schönen guten Tag. Wir müssen das Chamäleon unter der Decke verstecken. So ist gut. Schönen guten Tag. Mein Freund hat sich das Bein gebrochen, deshalb sitzt er in einem Rollstuhl. Ach, das tut mir wirklich leid. Ihre Tickets bitte. Ach ja, natürlich, die hätte ich fast vergessen. Hier, bitte sehr. Das kitzelt ja. Wieso kannst du nicht ruhig sitzen? Ich kann das nicht ertragen. Voll kitzlig. Hey, beruhig dich bitte. Er schaut doch zu. Was ist denn hier los? Haben Sie etwa ein Chamäleon unter der Decke? Ich habe doch gesagt, keine Haustiere. Ja, Entschuldigung. Er kann also laufen? Ciao. Das haben Sie sich nur eingebildet. Na wartet, ihr Betrüger. Moment mal, haben Sie diese Regeln nicht gesehen? Keine Tiere. Oh, Mino. Muss ich jetzt mein Haustier abgeben? Ja, Sie können sie dann abholen, wenn Sie zurück sind. Ach, schon wieder ein Haustier. Jetzt können Sie reinkommen. Schönen Flug. Ich will aber nicht ohne meinen Hund fliegen. Ich habe eine Idee. Ich ziehe meine Angelweste aus und verbiege meinen Hut. Aus der Leine mache ich eine Angelrute. Mach aus der Sonnenbrille eine Blindenbrille. Fertig. Ich bin ein blindes Mädchen mit ihrem blinden Hund. Ich bin ein Meister der Verwandlung. Wo ist denn das Flugzeug? Warten Sie mal, Sie sind doch blind. Oh, du Arme. Kann ich das Ticket bitte sehen? Ja, natürlich. Bitte sehr. Ja, schauen wir mal. Ja, scheint zu passen. Okay, den Pass und das Ticket kriegen Sie wieder zurück. Sie können durch. Oh nein, wo willst du denn hin, Kleiner? Was war das denn gerade? Ist die etwa nicht blind? Jetzt bleib stehen! Du darfst doch nicht einfach wegrennen! Ja, ganz genau. Und Sie verlassen jetzt den Flughafen. Oh, Mino. Bitte sehr, unsere Pässe. Schauen wir mal. Oh, wow. Was für eine Schönheit. Das ist ja das Mädchen aus meinen Träumen. Wow. Ja, hallihallo. Hallöchen. Kann ich bitte rein? Ja, ja, natürlich doch. Vielen Dank. Guten Flug dann noch. Na, endlich bin ich im Flugzeug. Oh, wow, was ist das denn? Was? Ja, wie auch immer, jetzt wo wir im Flugzeug sind, kann ich meine kleinen Haustiere rausholen. Wer ist das denn?
Hamster? Minno. Ich habe doch gesagt, dass ich euch mit in den Urlaub nehmen werde. Guten Flug dann noch. Bin ich noch nicht zu spät? Hier ist mein Ticket. Ja, Sie sind noch nicht zu spät. Okay. Aber ich fürchte, das Kätzchen können Sie nicht mitnehmen. Kennen Sie etwa die Regeln nicht? Keine Haustiere an Bord. Aber was für ein Pech. Moment, halten Sie mal den Kopf gerade, höher, tiefer. Was machst du denn da? Ich bin Fotografin und muss unbedingt ein Foto von Ihnen machen. Von mir? Ja, Moment mal. Eine Sekunde. Super. 3, 2, 1. Los geht's. Der Blitz ging direkt ins Auge. Das ist meine Chance, das Kätzchen schnell in meine Kameratasche zu verstecken. Mach dir keine Sorgen. Wir werden gemeinsam fliegen. Awesome. Hey, I've got it. Super, er hat nichts bemerkt. Schönen Tag dann noch. Aber eilen Sie sich bitte. Wir müssen abheben. Gerade noch so rechtzeitig. Mit meinem Kätzchen. Ist das nicht cool? Schau mal, sieht doch voll schön aus. Na, endlich kann ich wieder sehen. Was? Die Katze ist nicht in dem Korb? Wartet mal. Wie auch immer. Wir bringen dir Souvenirs mit.